Ihre nächsten Anschlüsse RD 71 nach Brist. Abfahrt 14.09 Uhr von Gleis 1. Elmshorn ist ein wichtiger Umsteigeknoten nahe Hamburg. Hier zweigt die Marschbahn nach Westerland ab. Die AKN-Strecke aus Hienstedt-Ulzburg hat in Elmshorn ihren Endpunkt. Auch die Hamburger Verbindungsbahn ist lange Zeit ein Laufsteg für die Baureihe 112.1. Lange Doppelstock-Wendezüge gehören zu den Plänen. Inzwischen sind viele Leistungen durch die neuen Twindex-Doppelstock-Triebzüge abgelöst. Ein beliebtes Motiv, der Bahnhof Dammtor in Hamburg. 112-153 ist auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Auf dem Weg von Hamburg nach Lübeck ist dieser Zug. Ausfahrt mit einem besonders langen Doppelstockwagenzug im Hamburger Hauptbahnhof. Einfahrt in den Bahnhof Bad Oldesloe. Hier zweigt die Strecke nach Neumünster ab.
Seit Ende 2008 ist die Strecke zwischen Hamburg und Lübeck unter Fahrdraht. Ab diesem Zeitpunkt sind hier die 112er heimisch. Die langen Doppelstöcker sind in der Regel gut ausgelastet. Genau das Richtige für eine 112. Lübeck Hauptbahnhof. Einfahrt hat ein Regionalzug Hamburg-Travemünde. Diese durchgehende Zugleistung wird nur am Wochenende angeboten. In der Woche fahren Triebwagen zwischen Lübeck und Travemünde. Die Strecke Lübeck-Travemünde ist geschichtsträchtig. 1882 durch die Lübeck-Büchener Eisenbahn in Betrieb genommen. Legendär sind die dampfbetriebenen Doppelstockwendezüge der LBE ab 1936. Seit der Elektrifizierung fahren hier nun wieder Dostos, zumindest am Wochenende. Einfahrt in den Bahnhof Travemünde Hafen. Vom einstigen Betrieb auf Gleis 3 und 4 zeugt nur noch das rostende Gerippe der Bahnsteigüberdachung.